Staffel 7 von Game of Thrones steht vor der Tür. Und damit ihr im Juli dann noch alles versteht, kriegt ihr hier nochmal einen Überblick über die Staffeln 1 bis 6. Staffel 5. And now his watch has ended. Tommen Lannister ist König und Margaery heiratet ihn. Junge Könige zu heiraten scheint irgendwie ihr Ding zu sein. Perhaps. In King's Landing gibt es inzwischen eine Gruppe von religiösen Spinnern, die die Macht an sich reißen wollen. You should have the decency to stand when you speak to a lady. You should have the decency to kneel before the gods. Don't spar with me, little fellow. Sie nehmen Cersei gefangen, weil sie mit ihrem Bruder schläft, Loras Tyrell, weil er mit Männern schläft, und Margaery, weil sie so hübsch ist. Cersei wird freigelassen, aber muss nackt durch King's Landing laufen. Als sie zu Hause ankommt, macht der Mountain ihr die Tür auf. Den hat der verrückte Wissenschaftler Qyburn wieder zum Leben erweckt. Also immerhin etwas. Jaime reist unterdessen mit Bronn nach Dorne, um seine Tochter Marcella zu holen. Let's not do something stupid. That was something stupid. Doch obwohl eigentlich alle damit einverstanden sind, dass sie geht, wird sie von Ilaria Sand totgeküsst. Die ist immer noch sauer, dass ihrem Freund der Kopf explodiert ist. Don't leave me alone in this world. Never. In Meereen bekommt Dany unterdessen Besuch von Tyrion und dem Eunuchenspion Varys, die sie aus King's Landing geschmuggelt haben, um ihr unter die Arme zu greifen. Who are you? I am the gift. It's a pleasure to meet you, Your Grace. My name is Tyrion Lannister. Dany hat derweil Probleme mit den Sons of the Harpy. Das ist eine Gruppe von Leuten, die die Abschaffung der Sklaverei irgendwie blöd finden. Sie töten Sir Barristan und Dany akzeptiert Tyrions Expertise. So if I'm not going to be murdered and I'm not going to be banished... You're going to advise me. While you can still speak in complete sentences. Jorah Mormont, der wie Dario Naharis, welcher mittlerweile übrigens nicht mehr so, sondern so aussieht, auch außerpolitisches Interesse an Dany hat, will wieder mit ihr befreundet sein und kämpft als Gladiator um ihre Gunst. Während des Kampfes versuchen die Sons of the Harpy Dany zu töten, doch Ser Jorah rettet ihr das Leben. Als alles ein bisschen zu wuselig wird, kommt noch ihr Drache Drogon vorbei und fliegt mit ihr davon. Er setzt sie irgendwo in der Wildnis ab und ein Haufen Dothraki kommt angeritten und kesselt sie ein. Im Norden verspricht Littlefinger Sansa an Ramsay. I'm Sansa Stark of Winterfell. This is my home and you can't frighten me. Ramsay heiratet und vergewaltigt Sansa, während Theon zuschauen muss. Der ärgert sich spätestens jetzt über den Blödsinn, den er in Staffel 2 ausgefressen hat. Er hilft Sansa bei der Flucht und die beiden springen von den Mauern Winterfells in den Schnee. Arya reist nach Braavos zum House of Black and White und arbeitet unter Jack and Rhaegar daran, ein Faceless Man zu werden. A man is not Jack and Rhaegar. Well, who are you then? No one. And that is who a girl must become. Doch dann bricht sie die Regeln, indem sie einen Namen von ihrer Todesliste streicht. Dafür macht Jack and Hagar sie blind. What's happening? What's happening? Mist. Stannis macht währenddessen alles falsch und marschiert mit seinen Männern nach Süden. Er verliert den Großteil seiner Armee, verbrennt seine Tochter und wird schließlich von Brienne getötet, die immer noch sauer auf ihn ist, wegen des Rauchbabys, das Renly ermordet hat. Hoch im Norden macht Jon einen Deal mit den Wildlings und erlaubt ihnen, auf der weniger gruseligen Seite der Mauer zu leben. Aber die meisten von ihnen kommen bei der Schlacht in Hartum ums Leben und erwachen wieder. Die Nachtwache findet das alles nicht so witzig und Johns Sympathie mit den Wildlings passt ihnen am allerwenigsten. Sie locken ihn in einen Hinterhalt, verpassen ihm einer nach dem anderen einen Hieb mit dem Dolch und Jon stirbt. Was hat euch in dieser Staffel am besten gefallen? Schreibt uns das unten in die Kommentare. Und nächste Woche sehen wir uns dann im Recap-Finale zu Staffel 6 wieder.